Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalenderwoche 5 ist im Gang. Wir sind unterwegs mit Ludo Mentes, wieder einmal. Ohne Clan von Pferd in einer Batchet 25 Tonnen AP, Stufe 9 im Medium der Franzosen. Wir haben drauf eine Autoloaderkanone mit 6 Schuss im Magazin, 100 mm, 263 Durchschlag auf Premium bei 300 Schaden. Wir haben keine Standardmunition, denn wir haben hier zwei Gunmarks drauf und ich denke mal, er will seine dritte Gunmark haben. Dementsprechend fährt er das ganze Stück hier ohne. Sehr beweglich, gute Sichtweite. Macht sehr viel Spaß, wenn man mit diesem Panzer umgehen kann. Das ist nicht ganz so einfach. Es gibt selbst in den Top-Clans ein spezielles Ausbildungsprogramm für Leute, die mit der Batchet fahren sollen oder wollen, damit sie damit klarkommen. Denn es ist eher eine Mischung zwischen Medium und Light. Er ist recht flott mit über 60 km/h. Ein bisschen schneller als ein normaler Medium, hat eine gute Sichtweite, wie gesagt. Autoloader-System kommt eh nicht jeder mit klar. Die meisten versuchen alle 6 Schuss anzubringen und dann wegzufahren. Richtig ist aber, bis zum vierten Schuss alles versuchen anzubringen. Und ab dem fünften Versuch oder ab dem fünften Schuss versuchen wegzufahren. Ist ganz schwierig, das in den Köpfe reinzukriegen. Dementsprechend nicht unbedingt der leichteste Panzer. Okay, keine Ahnung, warum der T-44 an 100 da stehen bleibt. Wir geben hier gleich den ersten Clip raus und gehen dann direkt in den Reload. Hoffen, dass der... Na gut, das wird uns ja nicht gefährlich werden, denke ich mal. Also 6 Schuss sind drin. A, 300 Schaden, soll 1800 Schaden mit einem Clip auf Stufe 9 ist das schon mal eine ordentliche Ansage. Das nächste Fahrzeug ist dann die Batchet 25 Tonnen, also ohne dieses AP. Hat ebenfalls 100 mm Kanone drauf. Und macht dann aber, ich glaube, 390 Schaden, hat nur 5 Schuss im Magazin. Fährt sich natürlich absolut ähnlich von den Werten her. Gun Elevation ist auch was man hier vergebens sucht. Kette getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Schaden eingesteckt. Nee, einzielen, Ludo. Traut sie sich oder traut sich nicht da, T-44? Du brauchst den T-44 an 100 nicht anwinkeln. Das bringt absolut nichts gegen eine 9er Kanone. Also wirklich. Manchmal verstehe ich die Leute nicht. So, typisch für Franzosen ebenfalls. Die haben nicht viele Leute auf ihren Fahrzeugen. Drei Mann müssen hier reichen. Es gibt einen Kommandant, es gibt einen Fahrer und einen Richtschützen. Kein Ladeschütze, kein Funker. Das Funken übernimmt, glaube ich, der Kommandant, wenn mich hier alles täuscht. Wir haben gleich nachgeladen und können ihm hier dem Udes eine einschenken. Was ist los mit dem? Kette. Kette ist gezogen. Erstens, man nimmt Unterstützungsschaden mit. Zweitens, der kann sich nicht mehr reden. Und damit ist er raus. 5 zu 5 steht's. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gesehen habe, dass wir hier auf einer Schlauchmap fahren, habe ich mir eigentlich gedacht, dass er da nicht so gut aussieht. Denn das ist nicht unbedingt die richtige Map für einen beweglichen Panzer, der so gut wie keine Panzerung hat. Aber ich lasse mich gerne eines Schlechteren belehren. Oder eines Besseren belehren. Schlechteren. Eines Besseren belehren. Und wir können jetzt hier in den Rücken fallen. Also dem Gegner in den Rücken fallen. Drei Schuss noch im Magazin. Da ist die Artillerie. Raus ist sie. Wir sind komplett alleine. Jetzt ist die Frage, laden wir den einen Schuss noch nach oder lassen wir es sein? Ich hätte wahrscheinlich sofort nachgeladen. Ludo Mentes bleibt hier auf seinem Schuss sitzen. Er denkt, dass er davon zumindest noch den T-54 E1 aufbekommt. Bekommt er auch. Okay. Also wie gesagt, ich gucke mir die Videos vorher nicht an. Sondern ich bin da immer live dabei. Wenn ich das erste Mal schaue, wird sofort kommentiert. Da geben wir ihm noch
eine direkt mit, haben den Cap um 54 Sekunden oder um 54 Punkte verringert. 2190 Schaden haben wir gemacht, 457 Schaden haben wir aufgeklärt. Haben jetzt hier den WZ-120-1FT, der uns ein bisschen unterstützen kann. Und haben trotzdem mit 10 zu 10. Warum fährt der C10 eigentlich von der Seite aus hoch? Das soll mir mal einer erklären. Er hat keine Gunjabeschen, er muss komplett nach vorn fahren, wenn er einen Schuss abgeben will. Und ist damit fast immer offen. Für jeden Schuss quasi eine Einladung. So, Clip ist nachgeladen. Wir würden theoretisch, also ganz locker sogar, beide Fahrzeuge mit dem Clip rausbekommen. Zwei Schüsse auf den da. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Und jetzt normalerweise der Defender dran. Jawohl, sehr schön. Immer noch drei Schüsse im Magazin. Steht 12 zu 11. Und ist damit gut für uns. So, die Artillerie flüchtet da. E75 scheint aufzurücken. WZ 120. Was ich immer schön finde, Ludamentis pinkt jedes Mal an, dass nachgeladen wird, dass die Leute wissen. Vorstoß ab sofort ohne mich, denn ich muss einen Clip nachlegen. Nachladen eines kompletten Clips dürfte so um die 40 Sekunden dauern. Wenn du das Video siehst, vielleicht mal kurz reinschreiben, was hast du drin verbaut, was hast du an der Crew geskillt, auf wie vielen Level die sind. Und würde mich noch interessieren, wie viele Gefechte du auf dem Fahrzeug hast. Vielleicht hast du ja inzwischen die dritte Gunmark drauf. Objekt 257 nicht mehr hier. Da oben ist der Super Pershing. Der hat Gunnebrechen, der kann sich da fantastisch verteidigen normalerweise. Wenn wir den von hinten rausnehmen könnten, wäre das super. Oh, hier liegt ein Turm. Wo ging der denn hin? Treffer, Objekt 257 kriegt einer ab. Ne, der preist da ab. Preist ebenfalls ab. Das ist wahnsinnig bouncy, das 257. Kriegt da noch einer eingeschenkt, den musst du rausnehmen. Ansonsten war es das hier für dich. Glück gehabt, das hätte auch schief gehen können. 13 zu 12 steht's. 3649 Schaden, das ist auf jeden Fall meine Ansage. Panzer nicht unbedingt. Ja. Da sind wir offen. Locken den Super Pershing da mehr oder weniger aus seiner Feuerstellung heraus. Dürfte inzwischen gemerkt haben, dass wir nicht mehr nachladen können. Also um die 40 Sekunden dauert die Nachladezeit. 42 wahrscheinlich. Ich habe den selber, aber ich gucke dann in der Regel nicht drauf. Ich bin auch ein extrem schlechter Panzerfahrer, nicht nur, sondern auch Budgetfahrer. Oh. 15 Schuss haben wir noch. Dann ist der Sender. Gib ihm, komm. Jawohl, sehr schön. Noch einen da, ja. Sehr schön. So, zwei Schuss haben wir noch. Müssen wir den ganzen Clip nachladen oder lassen wir das lieber sein? Jetzt ist die Frage, ob wir mit dem T10 da oben nicht zusammenarbeiten können. Hier kriegen wir eine eingeschenkt. 480 Schaden. Aber wir geben noch was zurück. 327 Schaden am E75. T10 teilt ebenfalls aus. Wir sind bei 4297 Schaden. Wir haben noch einen Clip und dann nochmal, ich glaube, vier Schuss, wenn mich nicht alles täuscht. Cap wird hiermit unterbunden. Na, E75. Einen Schuss könntest du wahrscheinlich noch einfangen, wenn er dir das Emmerich rausschießt. Da ist der T10 weg. Er hat geschossen. Also, nochmal. Wenn jemand anpinkt, wie lange er noch braucht zum Nachladen, Leute, bleibt in der Deckung. Weil jetzt hat sich gerade eben ein Schuss gelöst. E75 war in dem Moment offen. Dann müssten wir... Wir können ihn rauskriegen, wenn wir den kompletten Clip reinpusten. Das Problem ist, so wie er da steht, bleibt auf jeden Fall mindestens ein Schuss hängen. Und dann wird es schon langsam eng. Drei Minuten dauert es, bis der Cap durch ist. Bewegen, 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 ist ganz wichtig. Ja, bist immer noch offen.
Jetzt dürftest du zu sein. Hat er sich rumgedreht oder hat er sich nicht rumgedreht? Das ist jetzt die Frage. Könnte man fast riskieren. Daneben. Appala. Er hat getroffen. Treffer. Treffer. Verstecken und nachladen, würde ich dir empfehlen. Ja. Also du bist One-Shot für ihn. Und du brauchst mindestens zwei Schüsse, um... Ne, ich brauchst eher drei Schüsse. Du brauchst auf jeden Fall drei Schüsse, um ihn rauszunehmen. Das heißt, du musst ihm einen Schuss rauslocken, um das Spiel hier für dich zu entscheiden. Ist schwer zum Sagen. Das ist echt schwer zum Sagen. Ich weiß jetzt die Nachladezeit vom E75 nicht. Dürfte um die 10 Sekunden sein. Wahrscheinlich eher ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt echt ein Katz-und-Maus-Spiel. Schafft es der Loot oder schafft das nicht? Wir sind auch aufgegangen. Er wird auf einen sicheren Schuss warten, weil er muss. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das heißt, einen Schuss rauslocken wird massiv schwer. Das wird echt extrem schwer. Und er ist im Vorteil, weil er steht im Cap. Ah, es ist eng. Es dürfen noch Wetten abgegeben werden. Wir sind bei 4.942 Schaden. Wir haben 457 Schaden aufgeklärt. Da oben steht er. Kriegt direkt alle mit. Aber eben nur die Kette. Hat geschossen. Jetzt würde ich reinfahren. Jetzt mussten die holen. Jetzt mussten die holen. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2, das müsste normalerweise gewesen sein. Nein, nein. Ei, hinten drum rumfahren hätte es wahrscheinlich gebracht, aber das weiß man leider im ersten Schuss. Das ist so ein verdammter... Scheiße. Das tut mir leid. Das tut mir so leid. Hast du wirklich Mühe gegeben. 5503 Schaden. Es gibt ein kleines Foto, wie immer. Wedget, 25 Tonnen. So hat es ja ausgesehen. Wie gesagt, Wiegeturmtechnik habe ich schon des Öfteren mal erklärt. Ist dann irgendwann überaltet, man sieht es ja an dieser Gummilippe. Sobald man da drüber drauf geschossen hat, alles was größer war als 30 mm, hat die Lippe zerstört. Damit war das Fahrzeug nicht mehr APC-sicher. Es geht nicht darum, dass jetzt das wahnsinnsverseuchende Kampfgas nehmen, aber es reicht schon, wenn man die Crew aus dem Rennen nimmt, indem man da die richtige Gasgranate drauf schießt. Und dann hat man fast funktionsfähigen Panzer. Deswegen Wiegeturm hat sich irgendwann erledigt gehabt. Das war klar. Leider verloren. Das tut mir leid. High Kaliber hat es gegeben. Ein Defender hat es gegeben. 4 von diesen hübschen Scheinchen. Auf jeden Fall geaced. So soll das auch sein. Mann, Mann, Mann. Bin ich ein Noob? Na, ein Noob bist du nicht. Ich habe schon so richtig geile Runden von dir bekommen. Und ich glaube auch deine Wertung so dürfte gar nicht mal so schlecht sein. 872 Basis XP. Da kommt bei den Gegnern nur die ersten drei ran. Und die haben gewonnen. Das muss man dazu sagen. Er hat auf jeden Fall auch ein schönes Video gemacht, ein schönes Replay, 1459 Basis XP, sollten auf jeden Fall für ein M reichen, denke ich mal. Wir haben 38 Schüsse abgefeuert, 25 haben getroffen, 20 durchschlagen, wir haben über 5,5 Kilometer auf der Uhr und haben 52.000 Miese gemacht. Ist aber normal, du musstest oder hast halt nur Bremen geschossen auf dem Weg zur nächsten Gunmark, denke ich mal. Wenn du das Video siehst, bitte kurz drunter schreiben. Ein paar Infos rund um den Panzer, wenn du hast, um deine Crew und warum du nur Premium dabei hast. Okay, Freunde, wenn es euch gefallen hat, mir hat es auf jeden Fall gefallen, ein Like drin lassen, draufklicken und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Vielen Dank fürs Replay und bis dahin bleibe ich natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.